Jetzt ist er auf der 50% Effizienz. Und jetzt fährt er seitlich. Ach, eine Minute, das geht ja sogar. Das kann man... kann ich ja noch weiter verkürzen, wenn ich das jetzt hinkriege. So. 11 Sekunden. Oh, jetzt habe ich gerade die Hand nicht an der Maus und da kommt schon das nächste. Also das hier ist wirklich was für Spieler, die sowas wie Ozu spielen. Das werden die ganz toll finden. Ich habe ja Ozu auch mal probiert. Ist aber nicht wirklich mein Fall. Das geht mir einfach zu schnell. Jetzt muss ich aber... Exit Robot, genau. Dann nehmen wir uns den hier, Undeploy. So, dann können wir ihn hier wieder aufstellen. So, und Stativ fällt aus und jetzt können wir den wieder kontrollieren. Zoom. Hier kommt man natürlich nicht so einfach hoch. Ey. Ich schwöre, hab Führerschein gemacht. Was war da? Okay, da fehlt ein Teil. Da brauche ich den mit Arm. Ah, das hier kann ich einfach reparieren. Aber ich denke, ich mache erstmal den hier. Der ist ein bisschen weniger stark beschädigt. Man kann hier halt auch gewinnen, indem man einfach, wie heißt es, so viel repariert, dass in der wenigen Zeit, die man hat, auch der Sauerstoff auf 100% hochgeht. Oder man repariert halt alles. Aber ich glaube, ich habe es auch schon relativ einfach geschafft, den Sauerstoff einfach auf 100% hochzubekommen. Ohne alles zu reparieren. Alles zu reparieren ist hier im Sandbox-Modus einfacher. Ah! Funktioniert schon wieder. Hab mich schon gewundert, warum kommt denn nichts? So. Read. Fit in the hole. Ach, auch bloß eine Minute, gut. Ah, verdammt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das sind immer dieselben Muster. Dass da nicht mal irgendwas unterschiedlich ist. Dann würde es mich nicht wundern, dass es so einfach ist. Nein, du bleibst jetzt da drinne. Mauszeiger, tu, was ich dir sage. Dankeschön. Das wäre so typisch gesehen. So typisch gewesen, wenn ich einfach sage, oh, wäre voll einfach. Miep, verkackt. Ah, da schweißt er. Da sieht man das Licht. Na, seht ihr? 37% hier rauf und der ist gleich wieder. Der Sauerstoff ist schon fast wieder da. 40% haben wir schon. Und er hat eben schon gesagt, was? Kann ich mal machen, aber ich werde es weder schaffen, noch ist das notwendig. Na gut, ich schaff's doch, aber. Ja, seht ihr, 2 Minuten 59 Sekunden. Das lohnt sich halt nicht wirklich, die anderen noch zu reparieren. Der hier braucht 2 Minuten und bis dahin ist der Sauerstoff wahrscheinlich schon wieder da. Ich würde es ja noch irgendwie cool finden, wenn man den Roboter jetzt alleine reparieren lassen könnte. So, wenn man sowieso alleine ist. Könnte ich in der Zwischenzeit das andere Bauteil wieder einsetzen.
Das könnte man beispielsweise, ja, gibt ja auch Mehrspielermodus. Da kann man dann im Mehrspielermodus machen. Arbeitet einer auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite und dann schwupps, ist es fertig. Oder man repariert als erstes die Teile, schließt es an und wumm. Geht die Leistung auf 100% hoch und es dauert nur eine Minute oder so, bis die, okay. Bis der Sauerstoff wieder da ist. Wo schweißt du eigentlich? Sag mal. Du machst ja mehr kaputt, als du ganz machst. Ist doch nicht dein Ernst. Siehst du? Du schweißt ganz woanders. Tja. Jetzt auch noch aufs. Hä? Jetzt auch noch aufmüpfig werden. Tja. Ich glaube, der will seinen Erschaffer umbringen. Der will, dass ich sterbe. Er will, dass ich ersticke. Finde ich aber gar nicht nett. Denk mal dran, wer dich gebaut hat. War zwar nicht ich, aber es war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Du Haufenschrott. Was soll das eigentlich links sein? Soll das so eine Lichtleiste sein auf seinem linken Bein? Sieht nämlich so aus, irgendwie. Auch hinten dran. Wie so eine Leichte. Wow, noch 23 Sekunden, dann ist der Sauerstoff wieder komplett voll. Exit Robot. Dann hole ich mir mal einen anderen. Master alarm is off. Oxygen flow is returning to nominal. That was close. Oxygen flow is normal and the levels appear to be stable. Yo. We'll need to check the repairs again, but this should hold for now. Thanks. NP. Trotzdem, ich werde noch kurz weitermachen und ich zeige euch nämlich noch den anderen Roboter. Construct robot with arm. Dem gehe ich mal ein bisschen mehr Speed. Da ist mir das egal, ob der schnell alle wird. Ich will, dass er wenigstens ordentlich schnell ist. Mich würde mal interessieren, können die Teile kaputt gehen? Und wenn ja, kann der eine den anderen wieder reparieren? Nein. Das Teil da. Na. Pick up. Sag mir nicht, das ist kaputt. Bridge Circuit. Light Damage. Oh, leck mich doch. Pack's hin. Raus aus dem Roboter. Und dann gehe ich an den hier. Control Roboto. Der heißt jetzt Roboto. Nein. Ich hab das irgendwie mit dem Danebenklicken. Wer ist dem Roboter nicht raus? So. Kannst du nochmal. Oh, ernsthaft? Noch ein Circuit? Stufe 8. Oh, schade. Eigentlich müssten die dadurch mehr kaputt gehen, aber okay. So. Repariert. Und jetzt gehen wir wieder an den anderen Roboter. Kontrollrobot. Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben bei den Texturen. Beim Roboter vielleicht nicht, aber bei den anderen Sachen hier und so. Die Erde sieht auch cool aus. Yay! Noch mehr kann ich nicht machen.
Ah, da drüben ist noch was. Was ist denn... Oh. Ach ja, ich sehe, der Mond, die Mondoberfläche reicht auch durch das Gitter. Oh. Ich sehe nichts. Ah! Hä? Hier war doch noch was zum Reparieren. Das Teil da vorne wahrscheinlich. So. Warte, was tust du? Gut, dann machen wir das im Rückwärtsgang. Miep, miep, miep. Roboter schwenkt aus. Miep, miep. Hm. Dann nehme ich mal den Bridge Circuit. Dann werde ich den nicht reparieren, sondern einfach austauschen. Hä? Empty Socket CO2 Filter. Gut. Leg mal ab. Holen wir uns hier den CO2 Filter. Nee. Insert. Bam. Was bist du? CO2-Filter haben wir. Was ist das da? Ein Oxygen Generator. Wir brauchen noch einen CO2-Filter. Und was haben wir da? CO2-Filter. Hier liegt ein Bridge Circuit und ein CO2-Filter. Okay, muss ich wohl reparieren. Gut, dann kommt jetzt der andere Roboter wieder zum Einsatz. Dann kontrolle ich dich mal. Ich finde es auch cool, dass die Animation, also das Bild, teilweise auf dem... war ich nicht. Auf dem kleinen Monitor weiterläuft. Ist eigentlich ziemlich sweet. Reparo. Do it with your vending stick. Welding stick torch dingens. Ja. Theoretisch, oh, die Relay Connection könnte ich auch noch. Okay, den anderen Roboter habe ich gerade umgefahren. Gut. Kann man mal machen? Mann, ich war doch drauf. Du bist doof. Nice. Das ist mir... Ja. Alles repariert. Wir können stolz sein. Yeah. Hat nur eine halbe Stunde gedauert, laut der Anzeige. Aber ich glaube... Geht die ein bisschen vor? Dreifrofer. Der könnte auch mal ein bisschen geputzt werden oder repariert. Hier sind unsere Unterkünfte. Oh, schön, der lädt sich auch im Dunkeln auf. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Yeah! Oh, der ist ziemlich stumpf gefallen. Wir können noch zwei sein, aber nur einer kann fahren. Flieg! Und offenbar
lädt er sich erst wieder auf, wenn er anhält. Nicht wenn man aufhört, Gas zu geben. Auch interessant. Hier ist das Ende der Welt. Mann, ey. Probieren wir jetzt ein paar Stunts. Vollgas! Yeah! Und instant wieder voll. Nein, 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 ich wollte eigentlich nicht vom Boden abheben. So, wie weit komme ich denn hier noch hoch? Dumm. Ach ja, stimmt ja. An dieser Position kann man schön schweben mit dem Wagen. Ich stehe noch auf einem Rad. Sehr interessant. Wow, 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 was ist denn hier los? Hui. Kann man echt ein bisschen mit rumspielen und sich die Zeit vertreiben. Ja, hier fliegt er schon wieder. Also, es ist ein bisschen kahl. Das kann man nicht anders sagen, aber ansonsten finde ich das wirklich schön designt. Auch hier die Raumsonde, mit der sie angekommen sind. Teilweise ja doch. Oh, oh. Okay. Das sind die unsichtbaren Ausläufer der Rakete. Teilweise ein bisschen merkwürdig designt, aber generell finde ich das eigentlich ziemlich gut gemacht. Und Bonanza-Fahrt. Schade, doch nicht. Na gut. Hier wird auch noch ein paar Steine. So Rock auf Lunaristan. Und ich habe wieder Instant angehalten. So, mal kurz aufladen. Und jetzt geht's weiter. Was haben wir denn hier noch? Da habe ich... Ich habe doch hier noch was gesehen. Achso, das war bloß diese Antenne da. Hallo? Ich bin Satellitenreceiver dran. Oder? Was ist hier unten? Ein Weltraumradio. Ja. Radio im Weltraum. Das Einzige, was ich nicht hören wollen würde, wäre... Naja, RTL und so. Ich denke mal, das bekommt man ja auch nicht. Sonst wären die Astronauten auch nicht so lange hier auf dem Mond geblieben. Hui, jetzt kann ich hier sogar hingehen. Okay, hier ist auch eine unsichtbare Wand. Ja, unsichtbare Wand. Höp. Warum muss die doch irgendwo raufkommen? Oh, oh, was war das denn? Oh. Ich komme hier drauf. Oh, jetzt habe ich mich verbuggt. Ja, gut. Equipment slot is occupied. Besser? Na gut. Ah, das habe ich ja. Stimmt ja. Man hinterlässt ja auch so ein paar Spuren. Die verschwinden natürlich nach einer Zeit. Aber man hinterlässt Spuren auf dem Mond. Und das war jetzt... Okay, gut. So kann man Licht auch berechnen. Dann... Ah, hell. Gehen wir einfach mal hier hin.
dreh dich mal bitte. Kann ich mich auch drehen, ohne dass er... Ich wollte eigentlich nur die Sicht drin. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.